Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen Batteriespeicher. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Photovoltaiktechnik erkunden. In der Photovoltaiktechnik spielen Batteriespeichersysteme eine immer größere Rolle. Sie bringen diverse Vorteile mit und erweitern die Anlage. Durch die Speicherung von überschüssigem Solarstrom können Haushalte ihren Eigenverbrauch maximieren und unabhängiger vom Stromnetz werden. Zudem tragen sie zur Netzstabilität bei, indem sie Spitzenlasten ausgleichen und die Netzbelastung reduzieren. Schauen wir uns zunächst die verschiedenen Arten von Batteriespeichern an. In der Photovoltaiktechnik werden in der Regel zwei Arten von Batteriespeichersystemen verwendet. Dazu gehören Blei- und Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Im Grundprinzip speichern beide Arten von Akkumulatoren elektrische Energie in chemische Energie beim Laden ab. Beim Entladen ist es genau andersherum. Die chemische Energie wird wieder in elektrische Energie umgewandelt. Blei- und Lithium-Ionen-Batterien unterscheiden sich vor allem in ihrer Zellchemie. Dies wird auch schon durch die Namensbezeichnung erkennbar. Blei-Akkumulatoren haben Elektroden aus Blei bzw. Bleioxid und ein Elektrolyt aus verdünnter Schwefelsäure. Vorsicht ist beim Umgang mit diesen Batterien geboten, da sie im Betrieb ausgasen. Sie müssen daher unbedingt in einem belüfteten Raum untergebracht werden, dann gibt es keine Probleme. Außerdem brauchen sie eine regelmäßige Wartung und in regelmäßigen Abständen muss Wasser nachgefüllt werden. Eine wartungsfreie Alternative stellen sogenannte VRLA-Batterien bzw. Bleigel-Batterien dar. Der Elektrolyt liegt hier nicht als Flüssigkeit, sondern als Gel vor. Aber auch Blei-Gel-Batterien können leicht ausgasen und sollten ebenfalls in belüfteten Räumen aufgestellt werden. Heutzutage werden teilweise immer noch Blei-Akkumulatoren in PV-Anlagen eingesetzt, einfach aus dem Grund, da sie günstiger sind. Die aktuelle Technik bei Batterienspeichern stellen allerdings Lithium-Ionen-Batterien dar. Sie haben Elektroden aus Lithium-Verbindungen und Graphit und in der Regel ein flüssiger Elektrolyt. Für die Erfinder gab es sogar 2019 den Nobelpreis, da Lithium-Ionen-Batterien in unserer heutigen Welt eine technologische Revolution angeschoben haben. In allen Bereichen des Alltags werden sie eingesetzt. Und das hat auch seinen Grund. Lithium-Ionen-Batterien haben eine lange Lebensdauer und einen besseren Wirkungsgrad. Sie können auf weniger Fläche viel mehr Energie speichern und haben zeitgleich eine geringere Selbstentladung. Außerdem zeigen sie bei unregelmäßigen Ladevorgängen keine negativen Symptome wie Memory-Effekte oder verstärkte Degradation, was ihren Einsatz sehr flexibel macht. Dies gibt es jedoch nicht für umsonst. Lithium-Ionen-Batterien haben in der Regel einen höheren Preis pro Kilowattstunde. Wegen ihrer hohen Energiedichte können zerstörte Lithium-Ionen-Batterien thermisch durchgehen. Spezielle Elektronik, ein sogenanntes Batterie-Management-System oder kurz BMS, schützt allerdings die Batterie davor. Dies ist aber auch sehr stark von der Zellchemie abhängig. In der Photovoltaiktechnik haben sich Lithium-Eisenphosphat-Batterien oder kurz LFP-Batterien durchgesetzt. Diese sind besonders sicher und äußerst robust im Vergleich zu anderen Zelltechnologien. Batteriespeicher sind modular aufgebaut und werden auch je nach ihrer Verschaltung unterschieden. Hier gibt es zwei Varianten: Niedervolt-Batteriespeicher und Hochvolt-Batteriespeicher. Hier scheiden sich die Geister. Es gibt verschiedene Meinungen darüber, was die bessere Technologie ist. Fakt ist aber, dass sich bei Heimanlagen vor allem Hochvoltspeicher durchgesetzt haben und bei Off-Grid-Anlagen oft Niedervoltspeicher Anwendung finden. Der Unterschied besteht hauptsächlich in der Spannung und der Stromstärke der Speichersysteme. Niedervolt-Batteriespeicher haben kleinere Spannungen und höhere Ströme. In der Regel hat ein Niedervolt-Batteriemodul für Photovoltaikanlagen eine Spannung von ca. 50 Volt und eine maximale Stromstärke von ca. 65 Ampere. Diesen Strom muss ein Wechselrichter erstmal handhaben können. Für diese hohe Stromstärke gibt es daher speziell ausgelegte Batteriewechselrichter wie den Sunny Island. Für die elektrische Installation werden die einzelnen Batteriemodule miteinander parallel verschaltet, wodurch die Stromstärke bei gleichbleibender Spannung noch weiter erhöht werden kann. Wegen dem hohen Strom werden aber sehr dicke Batteriekabel benötigt. Grundsätzlich bietet sich dieses Setup für den Off-Grid-Bereich an, da durch hohe Ströme auch hohe Lasten versorgt werden können. Bei Hochvolt-Batteriespeichern ist es genau andersherum. Hier sind die Spannungen größer und die Ströme kleiner. In der Regel hat ein Hochvolt-Batteriemodul eine Spannung von ca. 100 Volt und eine maximale Stromstärke von ca. 30 bis 36 Ampere. Hier muss der Batteriewechselrichter die hohen Eingangsspannungen durch die Batterie handhaben können und ist dementsprechend ausgelegt. Bei der Installation werden mehrere Batteriemodule miteinander in Reihe verschaltet. Dadurch kann die Spannung des Speichers bei gleichbleibender Stromstärke noch weiter erhöht werden.
Die Batterieanschlusskabel sind dann hier im Vergleich zu den Niedervolt-Batterien schmaler. Warum sich Hochvolt-Batterien im Heimbereich durchgesetzt haben, liegt daran, dass sie eine höhere Effizienz bei der Umwandlung und Nutzung von Energie haben. Sie können die Energie mit geringeren Verlusten speichern und wieder abgeben, was die Gesamteffizienz des Systems verbessert. Dies ist besonders wichtig, um den maximalen Nutzen aus der erzeugten Solarenergie zu ziehen. Wegen ihrer kompakteren Bauweise und schmalen Anschlusskabeln lassen sie sich im Heimbereich wegen dem oft begrenzten Platz auch leichter installieren. Nachdem wir uns verschiedene Arten von Speichersystemen angeschaut haben, wollen wir uns jetzt einigen wichtigen Fachbegriffen widmen, die im Zusammenhang mit Batterien häufig verwendet werden. Die Kapazität eines Batteriespeichers wird entweder durch die gespeicherte elektrische Ladung in Amperestunden angegeben oder gebräuchlicher durch ihr Energiespeichervermögen in Kilowattstunden. Mit der Nennspannung kann zwischen den beiden Werten umgerechnet werden. Die Kapazität sagt im Grunde aus, wie groß die Batterie als Behälter ist, um in ihr Energie zu speichern. Der Ladezustand einer Batterie wird als SOC, also State of Charge, bezeichnet und wird in Prozent angegeben. Nehmen wir an, dass unsere Batterie eine maximal mögliche Nennkapazität von 10 Kilowattstunden hat. In die Batterie werden aber nur 5 Kilowattstunden geladen. Das Verhältnis der momentanen Kapazität zur maximal möglichen Nennkapazität gibt uns den SOC. Die Batterie ist zu 50% geladen, hat also ein SOC von 50%. Man kann aber auch aus einer anderen Perspektive nun die Entladung der Batterie betrachten. Sagt man zum Beispiel, dass die Batterie zu 20% entladen wurde, dann spricht man vom sogenannten DOD, dem Depth of Discharge. Sie stellt also die Entladetiefe der Batterie in Prozent dar. Ein DOD von 100% würde bedeuten, dass man die Batterie zu 100% entladen hat und ein SOC von 0% erreicht. Der nächste Begriff, SOH, bedeutet State of Health und hat mit der Alterung der Batterie zu tun. Richtig bemerkbar macht sich dies vor allem an der Kapazität. Die maximal mögliche Nennkapazität sinkt im Laufe der Zeit. Nach 10 Jahren Dauerbetrieb mit unserer Batterie merken wir, dass wir nicht mehr wie am Anfang 10 Kilowattstunden in die Batterie laden oder entladen können, sondern nur noch 9 Kilowattstunden. Es sind also nur noch 90% der anfänglich maximalen Kapazität nutzbar. Dies ist ein SOH von 90%. Wir haben also 10% an maximaler Kapazität verloren. Im übertragenen Sinne ist unsere Batterie als Behälter kleiner geworden, auch wenn es vollgeladen ist. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zum Batteriespeicher angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.